Hi Leute, heute sind wir da mit der August-11-Box. Ich habe die pinke Variante bekommen, wieder die Premium-Edition. Füllmaterial war einmal wieder das geschnipselte Papier, was mich nicht stört. Schieben wir gleich beiseite und dann fangen wir mal an mit dem Auspacken. So sieht es einmal aus. Es ist ja die Aurora-Edition, sprich mit den Eisbergen machen oder Unterwasserwelt, wie auch immer. Gleich vornab, das sind die Premium-Varianten, beziehungsweise das, was beim Premium dabei ist, das UV-Gloss und die drei Farben, die zeige ich euch gleich und dann kämpfen wir uns durch die Box durch. Genau, also hier ist einmal die Versiegelung, das UV-Gloss aus Japan und die drei Farben. Kennt man hier zu so schlecht. So, jetzt. Das nehme ich einmal so ein Lila. Ein Blau und ein Grün Ton. Genau. Die haben wir dabei. Dann ist einmal der Delfin dabei. Dann haben wir die große Cube-Form. 5 auf 5 cm ist die. Also eine schöne Größe. Dann haben wir einmal zwei Komponenten Harz. 1 zu 1 Mischung. Genau. Dann einmal diese kleinen Perlen, also die sind flach und die tut man oben drauf, dass man Schlüsselanhänger draus machen kann, sozusagen. Na, jetzt seht ihr, die sind flach. Dann haben die auch hier das Loch drinnen. Genau, und die setzt man dann oben einfach als Kappe auf. So. Dann haben wir hier einmal den Deckel für den USB. Da ist der USB selber eine, ja, nicht scharfe Spitze in dem Fall, einfach nur so eine flache. Und hier unten auch nochmal so ein kleiner Versiegler. Und dann haben wir einmal die Tüte. Und da fangen wir jetzt auch einmal an. Das ist jetzt ein kleiner Würfel für die kleineren Eisformen. 2 auf 2 cm. Dann haben wir zweimal das Leuchtpuder. Schauen wir mal, ob es auch gleich reagiert oder nicht. Ne, will jetzt nicht leuchten. Auf jeden Fall zweimal ein Leuchtpulver, einmal weiß und einmal in grün. Dann haben wir zweimal Glitzer. Einmal ist es wirklich so ein Silber-Weiß, würde ich jetzt schon fast sagen, das hier. Und das ist eher so ein Dunkelgrau. Also genau das gleiche wie das hier, nur einfach dunkler. Dunkelgrau würde ich fast sagen, dunkelgrau-schwarz. Und es ist alles lose. Genau. Dann haben wir einmal das. Dann ist hier einmal die Spritze dabei. Dann haben wir einmal schwarze Farbe, durchsichtig, also transparent clear, schwarz und einmal UV-Harz, weiß eingefärbt schon. Genau. Dann haben wir hier die kleinen Würfelformen im Prinzip, wo hier die verschiedenen Schneelandschaften sind. Genau, einmal die hier. Da gehört dann der kleine Würfel dazu. Hier ist auch das für den USB. Und dann haben wir einmal die große Eiswürfelform. Im Prinzip. Genau, und da gehört dann der dazu. Genau. Ja, und das war's mit dieser Box. Und dann sehen wir uns bei der nächsten wieder. Tschüss!